Servus Leute, was geht? Kelvin von Checkmate ist am Start. Heute vierte Episode Hero Bump. Die Season ist zu Ende. Ich habe die App noch nicht gestartet, seitdem die Season vorbei ist. Wir müssten eigentlich auch Kärtchen und so bekommen. Wir gehen einfach mal gemeinsam rein und gucken, was es so mit sich bringt. Platz 46 wurden wir also in Season 15. 46, bin ich nicht verkehrt. Stabiler Platz. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. So, Monarch natürlich über 6000 Punkte. Archon 120 random Karten. Die holen wir jetzt gemeinsam ab. Okay. So, es sind nur 17 insgesamt. Wir sehen natürlich hier, ich sag mal, alles was lila ist, bringt uns nichts. Wir wollen natürlich Gold aufwärts ziehen. Gold aufwärts, bitte. Gold aufwärts, bitte. Gold aufwärts, hallo? Hallo? Also, ich würde schon gern eine goldene Karte ziehen. Wir haben noch 8 Möglichkeiten. Jetzt sind es nur noch 7 Möglichkeiten. Jawollo. Frau Rachegeist. Okay, Minotaurus. Panto Abi. Oh, Rigi. Moin. Oh, mal eine Legendary. Also eine einzige Legendary. Nochmal eine goldene Frühlingsfee. Ja, war eigentlich echt nicht gut. Muss man ehrlich sagen, war nicht gut. Die große Reise, da bin ich ja mal gespannt. Hier haben wir auch ein schickes Trophächen bekommen. 50 Gems dazu, Saison 15, Rang Top 200. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Also Back to Back Top 200. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Dann haben wir noch Post, die holen wir alle ab. Den Superpass haben wir natürlich aktiviert und daher können wir auch direkt in diese Crates reingehen. Das war schon mal gar nichts. Aber vielleicht hier? Nope, auch nicht. Auch nicht. Okay, das war ein Satz mit X. Aber ihr wisst ja, bei uns geht es immer mit Crates los. Hier haben wir jetzt wieder volle Neune. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Bringt uns nichts. Gibt was Goldenes. Ein Luftikus. Nehmen wir mit. Legendäre Truhe. Komm schon. Gönn. Geist. Ich brauche Geist. Oder halt eine Schnappracke. Ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. Jetzt holen wir noch die Challenge ab. Da sind wir Platz 5 geworden. Was kriegen wir da noch? 5 Schlüssel und 20 Kärtchen. Die Schlüssel machen wir dann wieder nächstes Mal auf, wenn wir 9 Stück haben. Oh, goldene Karte. Sehr nice. Ja, ja. Komm, gib nochmal was Goldenes. 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 Oder... Ah, okay. Ja. War nicht so geil. Neues Event hat begonnen. Fußball. Für die Level 4 Rune. So, wir kriegen den Panda, das ist natürlich bitter, weil den haben wir natürlich schon full. Dann kriegen wir den Strahlenbot. Ich will den Geist. Nabranke. Und ein Anubis. Okay. All in all, echt nicht so geil. Oh, Luftikus. Level 4 Rune. Nicht so geil. Was haben wir hier? Level 3, Unifeder, das haben wir schon. Und was kriegen wir noch? Strahlenbot. Ich würde sagen, wir gehen einmal gemeinsam ins Fußballturnier. Im Fußballturnier spielen wir dieses Team. Rigi, der Wichtigste, weil ihn müssen wir ins Tor stellen, dass er das Tor zumacht. Dann kommt der Geist. Warum ist er so wichtig? Er kann ja durch alle durchfliegen. Das heißt, wenn irgendwo der Ball frei liegt und wir aufs Tor schießen können, müssen wir nicht irgendwie einen Gegner dodgen oder so, sondern wir können direkt reinhitten auf den Ball. Die Schnappranke ist sehr wichtig, weil dadurch können wir natürlich, wenn der Gegner zum Beispiel einen Rigi spielt, essen wir dem seinen Rigi. In der Hoffnung, dass er so lange wie möglich weg ist. Und der Ritter spielt mit als Damage-Monster. Wenn man den Gegner, sag ich mal, finisht, wird das gegnerische Tor ja größer. Und deshalb Damage, wenn gar nichts passiert, gehen wir darauf, dass das Tor größer wird. Und ja, ich nehme mich einfach mal mit und wir gucken, wie es läuft. Der Gegner darf anfangen, was natürlich in meinen Augen immer besser ist. Der Ball liegt echt nicht gut. Wir versuchen mit dem Rigi da einfach mal. Ja, so liegt der Ball doch erstmal halbwegs sicher. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott. Boah, das war schon echt knapp. Okay, wie kriegen wir den Ball da jetzt weg, ist die Frage. Gar nicht. Wir gehen mit dem Ritter, um eben diesen besagten Damage zu machen. Und so dürfte der Ball eigentlich auch nicht reingehen. Jetzt, wir nehmen jetzt
So, ohne Reden. Sieht sehr gut aus. Den Ball muss er jetzt erstmal mit seinem Tanto klären. Und er schafft's nicht. Und dadurch, meine Leute, steht's 1-0 für uns, weil wir nehmen jetzt auch ganz gediegen den Ritter und pompen den hier rein. Es geht immer bis 2, 1-0. Sehr wichtig. Gegner muss wieder anfangen. Gut für uns. Rigi steht vorne nicht so gut. Das gefällt mir schon wieder nicht so. So, Rigi perfekt positioniert. Da kann jetzt erstmal kein Tor fallen. Erstmal gucken, was er probiert. Wir nehmen jetzt wieder unsere Schnappranke und essen seinen Rigi und gucken, dass wir da hinten wieder rauskommen, dass wir eben nicht einen eigenen Schuss womöglich blocken. Jetzt können wir mit dem Geist probieren, einfach mal den Ball da wegzudodgen. Ja, schwierig für ihn da jetzt ein Tor zu machen. Gehabt. Okay, kriegen wir den Ball mit dem Ritter? Hm. So, jetzt mit bisschen Fingerspitzengefühl können wir das 2-0 machen. Perfekt, komplett daneben geschossen. Und jetzt ist die Riesenmöglichkeit aufs 1-1 da. Das war schlecht von uns. Oh, Glück gehabt. Hm, da gehe ich jetzt tatsächlich nicht auf den Schuss. Okay, very nice. Wir gehen jetzt das Risiko ein und nehmen den Rigi, weil ich glaube, wir können das 2-0 erzielen. Erster Sieg, zweiter Gegner aus Ukraine und der Gegner muss wieder anfangen, sehr wichtig. Jetzt haben wir natürlich die Chance, mit dem Geist das 1-0 zu erzielen. Goal! Rigi wieder defensiv positioniert, perfekt, dass kein Gegentor passieren kann. Deshalb den Ritter mitnehmen. Wir haben jetzt den Panda einmal gefinisht mit nur einem Zug und das Tor wird breiter vom Gegner. Oh! Ritter, wieder ein Kill mit dem Ritter. Tor wird größer. Ihr seht den Torvergleich von meinem Tor zu seinem Tor. Bei uns ist es natürlich wesentlich einfacher und wenn er den Ball jetzt nicht weggeschossen kriegt, ist es ein Sieg. Jo, das müsste der Sieg sein. Zack, 2-0. Back to back, 2-0 gewonnen. Sehr geil. Haben wir den nächsten Gegner, Simanko. Und der Wein fängt wieder an, sehr wichtig. Aber der Rigi steht wieder vorne, nicht so geil. Aber Gegner spielt keinen Rigi, sehr gut für uns. Ehrlich, wir könnten eventuell sogar direkt das 1-0 machen mit dem ersten Zug. No! Goal! Mit dem Zug haben wir jetzt wieder unseren Rigi platziert vor unserem Tor. Und jetzt muss er den Ball da auch erstmal weggeschossen kriegen, weil wenn er... Und er muss auf den Rigi schießen. Das wird jetzt extrem schwierig für uns, weil der Rigi hat ja diesen Magnet, dass man da auf ihn schießen muss. Das heißt, wenn er den Ball jetzt nicht geklärt kriegt, gescheit, können wir mit dem Geist den Ball einschieben. Ah, hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Da ist die Möglichkeit mit dem Geist. Wo ist denn mein Pfeil? Ich sehe meinen Pfeil nicht. Back to back to back, 2-0 gewonnen. Mit diesem 2-0 Sieg verabschiede ich mich aus der Episode. Ich hoffe, für die kommenden Turniere von Fußball wisst ihr Bescheid, wie man diese spielt. Für weitere Tipps und Tricks lasst gerne einen Daumen auf dem Video da. Ich bin raus, euer Erklärboss, Checker Notizen, tschüss.